Schönen guten Abend. Sieht man meinen Bildschirm? Derzeit nicht. Und zwar den hier, denke ich, teilen. Ja, genau. So, gut. Ich entschuldige mich für den Gelbstich, aber meine Kamera möchte das so und ich bin zu wenig technisch versiert, das noch zu ändern. So. Danke für die Einladung. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier unsere Forschungsergebnisse präsentieren zu können. Bin mir nicht ganz sicher, wer alles zuhört. Auch für mich ist es ungewohnt, nicht den Augenkontakt zu haben. Ich bin es gewohnt, wenn irgendwelche Fragen auftreten, heben Sie die Hand. Das können Sie heute nicht. Sie müssen irgendwie im Chatfenster sich anmelden und wir beantworten die Fragen dann dazwischen. Aber ich nehme es niemandem übel, wenn er technisch mich unterbrechen kann, soll er das tun. Mir wird es nicht scheitern. Ich bin seit 25 Jahren mit der Frage beschäftigt, wie kommunizieren Zellen untereinander und wie ist diese Kommunikation oder die Zellgesundheit beeinträchtigt, wenn elektromagnetische Felder hereinkommen. Sie alle kennen ein paar Beispiele davon. Sonnenstrahlen sind elektromagnetische Felder. Und wenn Sie dem zu lang ausgesetzt sind, dann haben Sie Radical Oxygen Species in der Haut. Auf gut Deutsch sagt man Sonnenbrand dazu. Heute geht es um eine andere Frequenz. Es geht um die sogenannten radiofrequenten elektromagnetischen Felder, auch Mikrowelle genannt. Das sind die Frequenzen, wo der ORF schon nicht mehr dabei ist, aber die Mobilfunker voll drinnen sind. Also können Mobilfunkfelder irgendwie mit der biologischen Materie etwas anfangen oder was sind die Einflüsse? Und wenn ich da jetzt beginne, sage ich, wenn man an einem Thema arbeitet, das in der Öffentlichkeit schon steht, dann muss man die Interessenslagen berücksichtigen. Und wir haben hier die Interessen von einer großen Industrie, die gepusht wird in allen Ländern, wo man sich's vorstellen kann. Und wir haben die Interessen des normalen Volkes und das sind völlig andere Schwerpunkte. Die einen sagen, es gibt genug Forschung, die einen anderen sagen, es gibt nicht genug Forschung. Die Industrie pocht auf ihr Recht, die Milliarden Lizenzgebühren, die sie dem Staat bezahlt haben, dass das ein sicheres Investment ist. Und die mögen es nicht, wenn ihnen Bürgerinitiativen sozusagen den Ausbau des Mobilfunknetzes verhindern. Kommt aber vor in der Praxis. Es gibt viele Kommissionen, die sich mit den Sicherheitsstandards beschäftigen. Es gibt viele alternative Kommissionen, die sagen, ja, aber ihr stellt die falschen Fragen. Ich möchte da später noch drauf eingehen. Für mich war ziemlich überzeugend, dass sogenannte Rückversicherungen wie die Swiss Re und die Kölner Rückversicherung, das sind große Finanzgesellschaften, die Kunden haben, die wir kennen. Ein Kunde von der Swiss Re heißt zum Beispiel Wiener Städtische oder Grazer Wechselseitige, was auch immer. Die Versicherungen, wo wir unsere Verträge abhalten, die selber sind versichert. Wenn jetzt ein Tsunami die Alpen wegspült und alles, was da wohnt, dann ist jede Versicherung überfordert. Aber eine Rückversicherung sorgt dafür, dass die ihre Verträge noch immer einhalten können. Besonders die Swiss Re ist dadurch bekannt geworden, dass sie ihren Versicherungen empfohlen hat, aus den ganzen Policen die Versicherung eine Klausel einzufügen, wo mehr oder weniger drinsteht, wir versichern keine Schadensfälle, die mit der Exposition zu elektromagnetischen Feldern im Zusammenhang stehen. Jetzt könnte man sagen, wenn wir glauben, es gibt gar keine, wäre das doch ein sicheres Geschäft. Aber die Swiss Re begründet das damit, nein, wir haben uns die Wissenschaft angesehen und wir sind uns nicht sicher. Wir ziehen uns aus dem Geschäft lieber zurück und warten noch zu.
Ich selber habe dann, weil ich völlig verwirrt war von den vielen verschiedenen Standpunkten, im Oktober 1999 gemeinsam mit der Familie Kromp in Wien den ersten Wiener Internationalen Kongress veranstaltet. Wenn man nämlich als Wissenschaftler Literatur liest, dann kriegt man einmal die und einmal andere Meinung zum gleichen Thema. Es ist sehr verwirrend. Das möchte ich Ihnen heute ersparen. Vielleicht gelingt es mir, ein bisschen Licht in diesen Nebel zu bringen. Für mich war 1999 das Startjahr, also 21 Jahre ist jetzt her, dass ich mich systematisch mit dem Thema beschäftigt habe. Ich wurde schon erwähnt, seit 2002 bis 2016 gibt es systematische Forschung im Auftrage der HVA. Im Wesentlichen gibt es eine Serie von wissenschaftlichen Daten. Die Wissenschaft ist ja frei in unserem Lande. Ich auch. Okay. Und die Wissenschaftler dürfen erforschen, was sie wollen. Aus meiner Sicht sind die gentoxischen Effekte, die wir in den Zellen sehen, die interessantesten, wichtigsten und auch bedeutsamsten für die Volksgesundheit. Wir alle wissen, dass zu viel Handy-Telefonieren den Schlaf stört, es stört den Schlaf und die Konzentration, wenn das Handy ständig wo herumblinkt. Ich erinnere mich noch ganz gut an den Tag, wo ich beim Nachhausekommen vom Büro meiner Frau sagte, also heute war ein super Arbeitstag. Ich habe aus irgendeinem Grund meinen ganzen Schreibtisch leer gearbeitet. Und sie sagt, ja, ist eh klar, du hast dein Handy daheim vergessen, ich konnte dich nicht anrufen. Und das hat mir sozusagen die Zuversicht gegeben, das Handy ist zwar nützlich, jeder hat eins, aber man muss auch wissen, dass es ein Störfaktor ist. Es gibt so viele Verlockungen und Versuchungen, dass man damit lernen muss, umzugehen. Das alles wäre ein Thema für einen anderen Vortrag. Ich selber bin Zellbiologe, möchte mich hier auf diese Frage konzentrieren. Es geht um die Frage, ob man mit Mobiltelefonen Hirnkrebs, also fördern, erzeugen kann oder was auch immer. Wurde schon gesagt, in Amerika läuft eine Klage, komme später noch darauf zurück. Die gleiche Frage hat sich ein italienischer Richter schon stellen müssen, ein gewisser Herr Innocente Marcolini, der hat 2012 ein Neuronom erhalten, hat argumentiert, dass er sehr viel mobil telefonieren musste und dem wurde Recht gegeben. Es gibt einen zweiten Fall, auch in Italien, das war der Herr Roberto Romeo 2017, der wurde dann in der Presse als erster Fall gefeiert oder hochstilisiert, stimmt nicht, es war der zweite Fall. Und im Wesentlichen war aber dieser Fall der Roberto Romeo trotzdem bahnbrechend, weil der Richter hat sich am Standpunkt gestellt, dass er nur wissenschaftliche Evidenz zulässt in der Argumentation für und wider in der Abwägung, die nicht von den Firmen gesponsert sind. Dieser Richter hat sich am Standpunkt gestellt, er lässt nur universitäre Forschung zu, aber keine Industrie gesponserte Forschung. Und dann spricht er ein Urteil, sagt, ja, der Zusammenhang ist klar. Es gibt auffallend viele Befunde, die rechtfertigen, dass der Roberto Romeo Recht bekommen hat. Und er hat sich jetzt eine Rente verdient, weil er hat vom vielen Gebrauch von Mobiltelefonen seinen Tumor erhalten. Es gibt einen Case Report aus Amerika, die Autoren heißen West und Kapoor und so weiter. Und die publizieren einen Fallreport, wo vier junge Frauen, alle unter 50, einen multifokalen Brustkrebs haben, und zwar im inneren Quadranten. Die Fachleute wissen, das ist sehr unüblich.
auch unter 50 ist eher selten. Was diese vier Frauen gemeinsam hatten, es waren Amerikanerinnen, die gehen joggen und sporteln und stecken sich ihr Mobiltelefon in den vorderen Ausschnitt und nutzen YouTube herunterladen, damit sie Musik hören können während des Joggens. Und alle haben gemeint, das ist aber seltsam, dass ich genau unter der Stelle, wo ich immer mein Handy hinstecke, diesen seltenen Brustkrebs kriege. Nun, meine Frage an Sie, sind vier Fälle, ist das jetzt der Beweis dafür, dass es Krebs erzeugt? Um es abzukürzen, die Wissenschaft sagt nein, vier Fälle sind vier Fälle und damit, das ist akademisch interessant, aber damit kann man jetzt für das Alltagsleben keine Entscheidungen treffen. Ein anderer Fall, es hat sich die WHO der Frage angenommen und hat 30 Wissenschaftler eingeladen, Experten im Gebiet. Die IAC, das ist eine Untergruppe der WHO, das ist die Internationale Association for Research on Cancer. Und die hat beraten, wie man mit den derzeitigen Daten umgeht. Und die haben gesagt, okay, wir haben genug Daten, um zu sagen, dass radiofrequente, also Mobilfunkstrahlen, möglicherweise krebserregend sind. Das kommt in unserem System in die Klasse 2b. Was heißt das? Die IAC oder die WHO teilt die ganzen Expositionen ein in Klasse 1. Jawohl, teilt, sagt bei anderen, das ist sehr wahrscheinlich krebserregend. Und dann gibt es die Klasse 2a und dann noch die 2b. Was denn das? Die WHO sagt, es ist möglicherweise, aber nicht wahrscheinlich. Im Sinne von unwahrscheinlich. Aus meiner Sicht ein Spiel mit den Worten, wo man einfach versucht, ein Problem zu kaschieren. Tatsache gibt und wir haben jetzt den Lied nach die sogenannte DNA. Wir haben geschaut, ob wir neben Finzellen nicht expandieren. Und wenn wir das Experiment wieder finden, ein gewisses Anschied. Wenn ein kleines geben, passiert es. Wenn wir eine Basis geben, dann auch mehr Schäden, wenn wir Wattproben. Verzeihung? Ja. Wir hören Sie leider jetzt nicht gut. Es gibt das Problem, dass die Tonqualität so schlecht ist, dass man sie kaum mehr versteht. Okay. Das hat wahrscheinlich mit der Internetverbindung zu tun. Mich hat es auch gerade früher wegen der Internetverbindung rausgehaut, so wie einige andere hier im Raum. Und da scheint gerade allgemein so ein bisschen Überlastung zu sein. Okay, aus dem Chat kommt der Tipp, dass alle das Mikrofon ausschalten, aber ich glaube, das haben eh die meisten. Das Mikrofon ist ausgeschaltet, so wie ich es sehen kann. Bei fast allen, ja. Jetzt habe ich Sie eigentlich wieder gut verstanden. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Ist das auch für euch jetzt im Chat wieder gut gewesen? Okay, ja, jetzt scheint es wieder zu funktionieren. Also vielleicht können Sie jetzt wieder super fortfahren. Danke. Ich habe hier dieses lästige Fenster, das ich nicht loswerde, aber ich glaube, damit können wir leben. Was dieser Chart hier sagt, ist, wenn ich mit 1 Watt pro Kilogramm, das ist ungefähr das, was ich habe an Exposition, wenn ich ein iPhone
einen Zentimeter vor meiner Schläfe halte, also nicht berühre, sondern einen Sicherheitsabstand von 1 bis 1,5 Zentimetern habe, dann komme ich auf circa 1 Watt. Das ist der Bereich, in dem die Mobiltelefone funktionieren. 1 Watt plus, minus ein paar rauf und runter. Interessanterweise, ab 1 Watt hier kann ich die DNA-Brüche, die Einzelstrangbrüche, nicht mehr vermehren. Das ist einmal ein Kuriosum. Wenn ich die Dosis zulege, kriege ich einen größeren Effekt. Aber wenn ich ab dem Punkt die Dosis weiter verstärke, kriege ich keinen Effekt, keinen größeren Effekt. Für Biologen ist das eine Plateauwirkung hier, die man so erklärt, dass irgendetwas, zum Beispiel die Mobilfunkstrahlung, die DNA-Brüche nach oben treibt, aber gleichzeitig die Zelle dagegen hält. Und dann, wenn ich zum Beispiel die DNA-Reparatur aktiviere, dann erklärte das diese Kurve. Schauen wir weiter. Allein dieser Befund, dass die DNA-Brüche sich vermehren, wenn ich die Zellen exponiere, hat dazu geführt, dass man meinen Kollegen Fälschung und Datenfabrikation vorgeworfen hat. Das ist eine Zeitungs- und Schmutzkampagne, die ist bis nach Amerika geschwappt. Ich habe noch nie meinen Namen in einem Nature-Fachmagazin gelesen. So gut bin ich nicht als Wissenschaftler, aber mein Projekt hat das bis Nature gemacht. Und das war in Insiderkreisen eine große Diskussion. Was ist passiert? Ein deutscher Kollege an der Vodafone-Universität, der heißt Professor Alexander Lerchel, hat aufgrund irgendwelcher Eingebungen diese Daten als gefälscht bezeichnet, hat das den Rektor meiner Universität mitgeteilt. Da wurde eine Untersuchung eingeleitet. Es gab ein Missverständnis zwischen 2, 3 Mitarbeitern und daraus ist ein großer Forschungsskandal entstanden. Kann ich heute mit ruhigem Gewissen genauso darstellen. Gleichzeitig hat man diese Ergebnisse nicht reproduzieren können, sind nicht unabhängig reproduzierbar. Wenn wir also unsere Zellen nach Speit, das war in Ulm, nach Deutschland schaffen, kommen die beim gleichen Ergebnis, bei dem gleichen Experiment zu anderen Schlüssen. Wenn man sich die Daten genau anschaut, die Daten sind genau die gleichen, aber die Interpretation ist eine andere. Der Speit hat das wiederholt, der Effekt war schwächer und war unter der Signifikanzkurve. Und wenn er nur 1, 2 Experimente macht, dann ist es rein rechnerisch nicht mehr signifikant. Aber es wurde in dieser Form so publiziert. Andere Wissenschaftler aus der Türkei, aus Italien, aus China haben das ebenfalls nachgemacht. Und im Jahr 2010 war ich erleichtert, weil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Arbeiten unsere Befunde bestätigt haben. Jawohl, die DNA kann fragmentieren in Astrozyten, in anderen Zellen, im Tierversuch und so weiter. Wenn man unter Druck ist, dann ist so eine Liste an Publikationen schon sehr hilfreich, sein Selbstwertgefühl wieder aufzurichten. Dieser ganze Forschungsskandal, der im Jahr 2008 lanciert wurde, der wurde 1:1 nach Amerika übertragen, wo ich im Jahr 2013 aufgrund meiner Aussage vor einem Washingtoner Gericht eben alles erzählt habe, so wie ich es empfinde. Ich konnte belegen, dass die DNA-Brüche echt sind, konnte auch
dazu sagen, dass wir noch mehr Forschung brauchen, um zu verstehen, wie das funktioniert. Aber es ist eines klar, eine Chemikalie, die DNA-Brüche herstellt, ist höchstwahrscheinlich krebserregend. Ich wurde kritisiert dafür, dass ich meine Opinion, wie es heißt, also meine Aussage, auf Controversial Studies lege, die allgemein nicht akzeptiert werden. Das ist amerikanisches Juristen-Englisch. Ein Wissenschaftler, der zu Gericht auftritt, wird danach beurteilt, ob er mit seiner wissenschaftlichen Methode in der Wissenschaft allgemein akzeptierte Methode verwendet. Das Messen der DNA-Brüche ist allgemein akzeptiert. Aber das Bilden einer Meinung, die Aussage, damit zu begründen, dass man kontroversielle Studien durchgeführt hat, wurde mir vorgeworfen, ist nicht akzeptierbar. Der Richter hat das vom Tisch gefegt und hat gesagt, er ist ein Biologe und ein Histologe und seine Effekte so und so. Und er hat durchaus das Know-how, bei einem Kongress auszusagen. Also ich war einer von fünf Wissenschaftlern, die nach der richterlichen Anhörung übrig geblieben sind. Ich wurde zugelassen zum Hauptprozess. Gleichzeitig war es natürlich eine Belastung, diese Fälschungsvorwürfe zu haben. Und wir hatten viel zu tun, diese ganzen Fälschungsvorwürfe quasi loszuwerden. Es ist uns gelungen. Die Wissenschaftler und denen kennen vielleicht dieses Logo. Das ist eine internationale amerikanische Datenbank, wo unser Widersacher, Alexander Lerche hat er geheißen, seine Kommentare, die wurden gelöscht. Und ein Kollege von mir, der Franz Adelkofer, hat sich quasi durchgesetzt. Wie ist das passiert? Das will ich Ihnen jetzt ersparen. Es hat ein paar richterliche Auseinandersetzungen gegeben. Aufgrund einer außergerichtlichen Einigung ist es mir heute erlaubt, den Herrn Alexander Lerchel, sollte mich jemals danach gelüsten, darf ich ihn Lügengeschichtenverbreiter nennen, ohne dass er hat unterschrieben, dass er dann den Rechtsverzicht, er hat den Rechtsverzicht erklärt. Ich bin weit davon entfernt, dass zu tun. Tatsache ist, für mich ist die Sache mit 2014, spätestens 2015 quasi ausgestanden. Der Sponsor, mein Hauptsponsor, hat im Jahr 2012 begriffen, dass es mit den Fälschungsvorwürfen nicht so weit her sein kann und hat ein neues Projekt in Auftrag gegeben. Also wir hatten das Vertrauen des österreichischen Sponsors. Und bei diesem Forschungsprojekt ist es primär darum gegangen, die DNA-Brüche zu verstehen und einen Mechanismus zu finden, weil man fragt sich natürlich, wie kommt es denn dazu? Wie ist es möglich, dass so schwache Felder, die Physiker sagen, es ist energetisch zu schwach, um die kovalente Bindung in der DNA zu brechen? Damit unterscheidet sich's von Röntgenstrahlen, damit unterscheidet sich's von UV-Strahlen. Die Energie, die diesen Feldern strahlen, innewohnt, ist zu schwach, um eine chemische Bindung zu brechen. Und darum gibt es ein Dogma zu lösen, wie ist es möglich, dass wir die DNA-Brüche sehen, obwohl die Energie gar nicht da ist, um die Brüche zu erzeugen. Das war eine zentrale wissenschaftliche Fragestellung, die wir dann untersucht haben. Nebenfragestellungen waren, wir haben gesehen, es gibt eine Latenzzeit. Es ist nicht so, dass man exponiert wird und in den nächsten 5 Minuten einen Effekt spürt, sondern man muss 1 Stunde oder 2 Stunden oder bei einem gewissen Zelltyp auch 10 Stunden exponiert sein, damit wir biologische Effekte sehen.
Dann mussten wir aus den ersten Experimenten, es gibt eine Art Regenerationszeit. Also wenn wir den Abbrüche sehen in unserem Experimentierumgebung, nach 2 Stunden sind die weg. Es ist also so, dass die Zelle durchaus erkennt, dass DNA-Brüche stattgefunden haben und sie aktiviert das, was wir als DNA-Reparatur bezeichnen. Eine wichtige Frage bei diesem zweiten Projekt war, ob es eine SAR-Schwelle gibt. SAR ist ein anderer Ausdruck für Strahlenintensität. Im Kleingedruckten Ihres Handys werden Sie SAR lesen, das heißt spezifische Absorptionsrate, und bezeichnet, wie viel von der Strahlung geht wirklich in den Körper hinein, wenn Sie das Handy an den Körper halten. Normalerweise ist das Maß, in dem wir es messen, 1 Watt pro Kilogramm. Das ist die ungefähre SAR von den meisten Handys. Zwischen 0,2 und 1,3 spielt sich's ab. Eine wichtige Frage, die viele Leute interessiert: Haben Kinder ein höheres Risiko? Die ganzen Grenzwerte, muss man wissen, basieren auf Messungen, die an Erwachsenen gemacht wurden. Jetzt hat sich aber in den letzten paar Jahrzehnten herumgesprochen, dass kleine Kinder nicht nur kleinere Erwachsene sind, sondern sehr oft ist der Stoffwechsel und der Zellmetabolismus bei Kindern anders. Haben wir also Grund anzunehmen, dass kleine Kinder anders reagieren als Erwachsene? Eine Frage war auch, gibt es Synergien mit anderen Einflüssen, Chemikalien, Gammastrahlung, Stress, irgendwas? Das war eine Fragestellung. Wir suchten quasi nach Möglichkeiten, wie ist es denkbar, dass eine energetisch so schwache Strahlung tatsächlich in der Zelle etwas bewirken kann. Das ist ja fast unvorstellbar. Einen Verdacht hatten wir bereits. Das ist die Rolle von Sauerstoffradikalen. Vielleicht wissen Sie das, wenn in der Zelle Sauerstoff verbrannt wird zur Energiegewinnung, wenn Proteine erzeugt werden oder wenn Bakterien bekämpft werden, dann gibt es sogenannte ROS, radikale Sauerstoffspezies. Und das sind einerseits Botenstoffe im Immunsystem. Andererseits, wenn man zu viele hat, dann ist das etwas, was die Anti-Aging-Ärzte verantwortlich machen für schnellere Zellalterung und so weiter. Also, und wir wissen auch, dass oxidative Effekte, die sogenannten ROS, die können oxidativ die DNA zerstören oder können zu Zerstörung führen. Wenn wir also finden, dass elektromagnetische Felder die ROS hochschalten, dann haben wir eine biologische Erklärung und können mit dem Energiedogma endlich aufräumen. Dann ist es halt keine direkte DNA-Zerstörung, sondern ein indirekter Effekt, wie DNA gestört werden kann. Wenn die Interaktion zwischen den Eiweißmolekülen dazu führt, dass wir eine vermehrte Konzentration an ROS haben, dann würde das die DNA, die fragmentierte DNA zerstören. Was Sie hier sehen, ist ein Mobiltelefon für Zellen. Hier ist es geöffnet. Hier sehen Sie etwas Rosarotes in einer Petrischale. Das sind Zellen, die in hier sogenannten Hohlleiter hineinkommen. Es gibt einen Computer, der dafür sorgt, dass entweder der obere oder der untere Hohlleiter aktiv mit Elektromagnetfeldern gestrahlt wird. Wenn Sie dieses Gerät hier in einen Zellinkubator stellen, dann können Sie dort die Zellen wachsen lassen und wechselweise eine Charge bestrahlen und die andere nicht bestrahlen.
dann können wir die Zellen herausnehmen und diese kleine Kugel hier rechts im Bild, das ist ein Zellkern, wie wir es im Mikroskop sehen, mit einem bestimmten Fluorochrom gefärbt. Die Helligkeit spiegelt die Menge an DNA. Wenn Sie in der Mitte das hier anschauen, dann ist die Kugel kleiner, aber hat hier einen Halo, wie ein Komet. Hier ist die Kugel sehr klein geworden und der Halo ist sehr groß. Je größer der Halo hier, umso mehr fragmentierte DNA enthält die Zelle. Das oben, das Kreisrunde, ist eine gesunde Zelle oder ein gesunder Zellkern, um genau zu sein. Wenn die Vorbehandlung dazu führt, dass eine DNA fragmentiert wird, dann sehen wir das im Mikroskop in dieser Form. Man braucht nur mehr diese Zellen und diese und diese und diese abzuzählen und hat ein sehr zuverlässiges Maß für DNA-Brüche. Wir wissen aber auch, dass DNA-Brüche repariert werden können und wir unterscheiden zwischen transienten Brüchen und manifestierten DNA-Brüchen. Hier unten sehen Sie eine Zelle mit zwei Zellkernen, die ein bisschen höher vergrößert ist. Damit sind die zwei Zellkerne größer. Aber Sie sehen da auch, hier gibt es kleine Punkte. Das sind sogenannte Mikrokerne. Es gibt den Mikronukleus-Assay oder Test. Wenn man so etwas sieht, dann wissen wir, dass ein Stück DNA, ein Stück Chromosom vom anderen abgebrochen ist. Und das ist für uns Biologen ein eindeutiger Hinweis darauf, dass es zu einem permanenten, nicht mehr reparablen DNA-Schaden kommt. Jetzt gehen wir zu den Daten. Wir haben also unterschiedliche Zelllinien telefonieren lassen. Die hier hat den schönen Namen U251. Und hier gibt es geringe Dosis, mittlere und hohe Dosis und nichts. Keinen Unterschied zwischen grau bestrahlt und weiß unbestrahlt. Hier sehen wir, dass die graue Säule etwas höher ist, also die DNA-Schäden etwas höher sind als in der Vergleichsgruppe. Hier sehen wir, dass es auch ein bisschen höher ist, aber nicht wirklich immens höher. Hier sehen wir, dass es ein bisschen höher ist, aber statistisch signifikant, darum haben wir es mit einem Sternchen bezeichnet. Wenn wir aber dann mit der Dosis hinaufgehen, dann bleiben die Schäden vergleichbar gering. Das ist ein sehr verwirrendes Bild. In einer anderen Zelllinie finden wir überhaupt keine signifikanten. Ah, doch, hier. Hier finden wir eine Bedingung, die ist signifikant. Das sind unterschiedliche Bedingungen, die wir einführen in das Experiment, um zu sehen, woran es liegt. An Sauerstoffradikalen, liegt es an einer bestimmten DNA-Base. Das können wir biochemisch so einstellen. Aber interessant war dieses Experiment. Diese Glioblastomzelle, die wurde vorher gestresst. Das heißt, man hat der Nahrung entzogen, die war ziemlich ausgehungert und die wurde dann bestrahlt mit einer geringen Dosis und dann sehen wir die graue Kurve, die graue Balken etwas länger. Hier sehen wir den grauen Balken schon deutlich länger und es gibt einen statistisch signifikanten Unterschied zwischen bestrahlter und Kontrollbedingung. Und wenn wir mit der Dosis nochmal raufgehen auf 1 Watt pro Kilogramm, also in dem Bereich von iPhones, dann sehen wir hier sehr deutlich, DNA-Brüche sind erhöht. Das funktioniert in einer Glioblastomzelle. In einer anderen, mit dem schönen Namen U251, das ist einfach nur ein anderer Mensch, der das gespendet hat, funktioniert es schon auch, aber nach
vernachlässigbar gering. Man hat das Gefühl, die grauen Balken werden hier höher, aber unterm Strich, der Unterschied zwischen grau und weißen Balken gibt keine statistische Signifikanz her. So, was machen wir mit diesen Daten? Wenn wir die Zelle stressen, dann finden wir relativ zuverlässig eine Dosis-Wirkungskurve. Also geringe Strahlung, kein DNA-Schaden, hohe Strahlung, deutlicher DNA-Schaden, noch höhere Strahlung, sehr deutlicher DNA-Schaden. Wir wollten wissen, was macht die Zelle damit? Wir haben ein Experiment gemacht. Wir finden hier wieder einen signifikanten Unterschied, hohe graue Balken. Nach einer Stunde Erholung schon deutlich geringer, nach 2 Stunden Erholung wieder ganz gering. Also diese Erhöhung von DNA-Schäden als biologische Wirkung ist transient, ist passagier. Es geht vorüber, nach 2 Stunden geht es vorbei. Bei der anderen Zelle, wo nichts ist, kann auch wenig nachrepariert werden. Man sieht, man hat den Eindruck, es gibt eine Reparatur, aber statistisch signifikant war es nicht. So. Das hier sind die Publikationen, die aus diesen Projekten hinausgegangen sind. Ich habe Ihnen jetzt die Daten nicht gezeigt, ich möchte es abkürzen. Wir finden eine Latenzzeit, damit wir die Effekte sehen, müssen wir mindestens 20 Minuten und bei anderen Zellen bis zu 16 Stunden bestrahlen. Die Regenerationszeit habe ich mit 2 Stunden beziffert. Das deckt sich mit der Arbeit von 2 anderen Gruppen. Also ich glaube, 2 Stunden, das scheint ein verlässlicher, belastbarer Wert zu sein. Wir haben auch etwas gesehen. Sie haben gesehen, es gibt sensible Zellen, die reagieren und solche, die nicht reagieren. Wenn wir uns die metabolische Aktivität von den Zellen anschauen, dann finden wir, dass dort besonders viel Reaktion zu sehen ist, wo die metabolische Aktivität aktiv ist. So wie bei Kinderzellen zum Beispiel. Je jünger ein Organismus, je mehr in der Wachstumsphase, je höher ist das Risiko, dass eine tiefe Penetration in das Gewebe hinein tatsächlich auf Zellen trifft, die irritierbar, störbar und so weiter sind. Was ich Ihnen noch gezeigt habe, es gibt Synergismus zwischen elektromagnetischer Feldbestrahlung und anderen Stresssorten. Ich habe Ihnen nur die ausgehungerten Zellen gezeigt. Wir wissen aber, dass man das mit Chemikalien auch nachstellen kann. Wenn ich also chemischen Stress herstelle, funktioniert das auch. Wenn ich mit UV-Licht die Zellen bestrahle, dann funktioniert das auch. Umgekehrt, wenn ich im Experiment zuerst elektromagnetische Felder habe und anschließend UV-Bestrahlung, dann, große Verwunderung, kommt es dazu, dass die Effekte von der UV-Bestrahlung geringer werden. Wie ist das zu erklären? Ganz einfach. Wir aktivieren mit unseren geringen DNA-Brüchen, die wir sehen, die DNA-Reparatur. Und wenn die Zelle einen erhöhten Level an DNA-Reparatur hat, wenn sie also darauf trainiert wurde, die DNA zu reparieren, und dann kommt die UV-Strahlung und die macht wirklich ziemlich großen Schaden, dann ist die Zelle so fit und kann die schneller wieder beseitigen. Ich vergleiche es ganz gerne mit Glatteis. Die sportlichen Typen werden einen Schaden haben, aber wir wissen aus Erfahrung, dass wenn unerwartet Glatteis irgendwo ist, die Anzahl der Einlieferungen in die Unfallchirurgien steigt. Es gibt eben sensible Leute, die mit der gleichen Bedingung schlecht umgehen können und dann kommt es nicht zu DNA, sondern Knochenbrüchen und bei den Zellen kommt es zu DNA-Brüchen, wenn die nicht trainiert sind.
Man kann also elektromagnetische Felder, wenn man es gut steuern könnte, sogar nachsagen, dass sie etwas zum Zelltraining beitragen. So, ich habe mir meine Meinung gebildet. Jawohl, man kann mit elektromagnetischen Feldern DNA-Brüche machen. Ich selber verwende ein Mobiltelefon und lasse mir das Leben nicht von den eigenen wissenschaftlichen Daten vermiesen, aber ich lege es weg, wenn ich kann. Und ich trage es nicht in meiner Hosentasche, weil ich weiß, dass es die Zellen beeinflusst. Und ich habe es am Tisch liegen und verwende ein Kabel, damit ich es nicht an meinen Kopf führen muss. Man kann mit Kabel ganz gut telefonieren. Wir haben noch gewisse akademische Fragen offen. Was ist genau der Unterschied zwischen sensiblen Zellen und anderen Zellen? Wenn ich es wüsste, würde mich die Industrie wahrscheinlich für den Nobelpreis vorschlagen. Wir haben gesehen, dass die DNA-Brüche repariert werden können, aber wir wissen aus Erfahrung, dass einige, und wenn es nur ein Promille ist, permanent wird. Und permanente DNA-Brüche sind ein permanenter genetischer Schaden. Und die akkumulieren im Laufe der Zeit. Dieser Befund ist ein bisschen spekulativ, weil die Zellexperimente noch nicht so weit sind, decken sich aber ganz gut mit epidemiologischen Daten, die wir aus Schweden haben, nach denen Langzeittelefonierer ein erhöhtes Hirntumorrisiko haben. Ich selber meine also, es kostet nichts, sich ein Headset zu kaufen, also ein Verbindungskabel und sich das ins Ohr zu stecken und das Handy auf den Tisch zu legen. Dem Tisch ist es egal, aber meinem Hirn tut es nicht gut und darum sollte man das beherzigen. Alle Forschung, die ich Ihnen jetzt gezeigt habe, ist mit 2G, also mit GSM und mit 3G gemacht. Es gibt so gut wie keine Forschung zu 4G oder jetzt im Gespräch mit 5G. Die Industrie hat vor 20 Jahren noch sehr auf Forschung gesetzt. Ich glaube, der Schuss ist nach hinten losgegangen. Sie regieren jetzt die ersten Prozesse zu verlieren und man hat die Forschung quasi systematisch abgedreht. Es gibt zu 5G vielleicht inzwischen eine Handvoll Arbeiten. Ich kenne zwei oder drei, die ich da einreihen würde, aber es interessiert eigentlich niemanden. Bei der Industrie hat sich irgendwie herumgesprochen, dass das mit der Forschung keine so gute Idee war, weil es ja doch immer wieder Ergebnisse gibt, die nicht ins rosarote Bild passen. Etwas anderes, was ich Ihnen auch noch zeigen möchte, Juli 2019. Es gibt in Frankreich die Möglichkeit, dass man sein Handy zurückgibt, weil man draufgekommen ist, dass auch die normalen Smartphones die Grenzwerte überschreiten. Das macht Ihr Handy auch, wenn Sie es in Berührung bringen mit Ihrer Schläfe. Wir wissen, dass die ganzen Sicherheitsabstände von 1 bis 2 Zentimetern, halber Inch ungefähr, dazu dienen, um den Grenzwert zu erfüllen. Wenn Sie aber das Kleingedruckte in Ihrer Betriebsanleitung lesen, dann finden Sie irgendwo diesen Wert oder Sie sollten auf jeden Fall eine Möglichkeit finden, einen gewissen Abstand zu halten. 1 Zentimeter, 2 Zentimeter würde schon genügen. Es würde auch genügen, das Handy auf den Tisch zu legen und die Freisprechfunktion einzuschalten. Wenn Sie das nicht können, besorgen Sie sich ein Kabel. Ich will nicht sagen,
dass ich Ihnen jetzt die heißen Tipps gebe, wie Sie sicher nicht am Hirnkrebs versterben. Es wäre ein Unsinn zu behaupten, dass Sie mit Sicherheit einen Hirnkrebs ausfassen. Es gibt viele andere Aspekte, die hier noch dazukommen. Die habe ich Ihnen jetzt vorenthalten. Es gibt noch Forschung zu Blut-Hirn-Schranke. Es gibt noch Forschung über den Hormonstatus. Alle Forschung hat eines gemeinsam. Einmal finden wir Effekte und dann finden wir keine Effekte. Ich habe dafür keine gute Lösung. Einmal funktioniert es, einmal nicht. Und wer auf der sicheren Seite sein möchte, legt das Handy weg. Was bedeutet unsere Forschung jetzt für die Grenzwerte? Ich habe Ihnen gezeigt, dass einige Experimente sehr verwirrend sind, weil eine niedrige Dosis mehr Effekte zeigt als eine mittlere und die zeigt wieder weniger als eine hohe. Wir haben keine klare Dosis-Wirkungsbeziehung bekommen. Die Toxikologen sagen, ohne NOAEL, No Observed Adverse Effect Level, hier steht's, können wir keinen klaren Grenzwert ziehen. Die Umweltmediziner gehen aber damit so um, dass sie sagen, okay, wenn ich mit der Limitierung der Exposition nicht die Sicherheit herstellen kann, dann brauche ich organisatorische Maßnahmen. Ich brauche das ALARA-Prinzip anzuwenden oder ALATA-Prinzip. Das steht für as low as reasonably achievable. So niedrig wie vernünftigerweise möglich. Das kann jeder für sich selber machen. Es kommt nicht darauf an, jetzt sklavisch irgendwelche Regeln einzuhalten, aber es nützt sicher das Bewusstmachen bei sich selber, bei den eigenen Kindern und dann gewisse Regeln einzuhalten. Erste Regel ist, Hals auf Distanz. Die Distanz sollte so groß wie möglich sein. Und die zweite Regel ist, betrifft die Zeit. Behalte die Zeit im Auge und idealerweise kombiniere die beiden, dann ist man auf der sicheren Seite. Das hier ist ein Negativbeispiel. Das hier ist ein Bild aus einer Schule. Das sind lauter siebenjährige Zweitklässler. Die Lehrerin stellt die Frage, wer von euch hat ein Handy? Und sehen Sie eine Hand, die nicht oben ist? Hier ist einer. Das ist sozusagen der, der sich dem Trend entzogen hat. Aber die große Mehrheit der Siebenjährigen heute hat ein Handy. Sie haben das vielleicht schon selber erlebt. Die DNA-Brüche für mich sind gegeben und gegessen. Man kann damit umgehen, indem Sie im eigenen Bereich für gewisse Vorsorge sorgen, indem Sie organisatorische Möglichkeiten finden, damit umgehen. Würde ich mein nächstes Projekt starten, dann würde ich gerne mit den psychischen Auswirkungen, besonders für die Smombies und die Generation Tiltheit einsetzen wollen. Wer hat eine Vorstellung davon, was ein Smombie ist? Und das Smombie, das ist ein Kunstwort. Das ist ein Smartphone-Zombie. Das ist also jemand, mit dem man sich nicht mehr normal unterhalten kann, weil er ständig mit seinem Smartphone in der Hand irgendwelche Chats verfolgt und für eine normale Konversation fast nicht mehr zu gebrauchen ist. Ich hatte mal eine Sekretärin, die auf die Frage, tue ich einkaufen, wie ist denn das Wetter draußen, den Computer eingeschalten hat, um mir dann zu sagen, na, 80% Regen. Auf die Idee, dass sie aus dem Fenster schaut, aus ihrem Fenster auf die Straße, ob sie dort Regen oder Sonne sieht, auf die Idee ist sie gar nicht mehr gekommen. Für mich ein typischer Smombie. Ups. Damit bin ich einmal fertig. Ihr habt ein paar Themen angerissen und ich freue mich jetzt auf eine lebhafte Diskussion. Vielen Dank, Herr Kollege Mooskröner. Ich glaube, Sie können klatschen. Ich glaube, da gibt es irgendwo seitlich eine Möglichkeit, das zu tun.
aus meiner Sicht ein unglaublich klarer Vortrag, besonders wenn man sich mit diesen Fragen etwas beschäftigt hat. Das zeigt natürlich eines der Probleme, glaube ich, in der Bewertung von wissenschaftlichen Ergebnissen von komplexen Systemen. Ich glaube, das ist ein typisches Beispiel, dass viele der Bewertungsmethoden und Akzeptanzdinge, die in der Statistik abgetestet werden, ich kenne das aus der Verkehrssicherheitsforschung, nicht gut funktionieren, wenn es sich um dynamische Prozesse handelt und Lernprozesse. Und man sieht ja hier, die Zellen lernen und es gibt eine Interaktion, die zeitlich sich verändert. Und das statistisch zu fassen, ist keine einfache Geschichte. Verdächtig ist natürlich, dass hier ein, würde ich sagen, Vorsorgeprinzip nicht beachtet wird, nämlich dass man vorher dafür sorgt, dass die Risiken entsprechend ausgeschaltet werden oder zumindest minimiert werden, bevor solche Systeme der Bevölkerung übergestülpt werden. Und damit steht die Diskussion offen. Was gibt es an Chats? Hallo, Herr. Ja, bitte. Gut, also im Chat sind einige Fragen jetzt schon gestellt worden und ich nenne jetzt mal drei. Die erste Frage ist, wie kann man die Zellregeneration trainieren? Die wurde gestellt vom Herrn Fred Samek. Die zweite Frage bezieht sich darauf, wie weit man das Handy vom Körper, wie weit das Handy vom Körper entfernt sein muss. Ja. Und die dritte Frage lautet, an welchen Zelltypen wurden die Studien durchgeführt? Also okay, dann fange ich gleich mit der dritten an, weil die habe ich mir jetzt am besten gemerkt. Mhm. Wir haben sicher 10 oder 15 Zelltypen selber untersucht. Ich habe aber auch einen guten Überblick über Zelltypen, die international untersucht wurden. Ein Zelltyp, der für Toxikologen besonders interessant ist, das sind die menschlichen Lymphozyten, also Abwehrzellen, die man aus der Vene gewinnen kann. Da hat sich herausgestellt, die gehören zu den absolut robusten Zelltypen. Wann immer Sie mit Lymphozyten arbeiten, kommt nichts heraus. Das geht manchmal so weit, dass man ganz gezielt Lymphozyten nimmt, um zu zeigen, dass es gar nichts macht. Wir haben an Fibroblasten untersucht, also Bindegewebszellen. Ich habe Ihnen Daten gezeigt von Glioblastomzellen, sind Tumorzellen. Wir haben auch untersucht Stammzellen, also Glioblastom-Stammzellen. Tumorstammzellen. Wir haben untersucht Nervenzellen. Es gibt Arbeiten, die haben untersucht die Haarfollikelzellen von Leuten, die mit dem Handy telefonieren. Und man findet sogar, wenn man sich an der Schläfe die Haare ausreißt, nach dem Telefonieren DNA-Brüche in diesen Haarfollikelzellen. Das ist ein Befund, der stammt von einer türkischen Arbeitsgruppe. Im Wesentlichen, glaube ich, bin ich auf der sicheren Seite. Man hat eigentlich sehr viel verschiedene Zellen angeschaut. Der Schwerpunkt liegt auf neurologischen Zelllinien, also Glioblastom und Nervenzellen. So, die zweite Frage. Die zweite Frage hat sich darauf bezogen, wie weit das Handy vom Körper entfernt sein soll oder muss. Ich habe vorher in das Wort genommen, 1 bis 2 Zentimeter. Dazu wären Sie schon aufgefordert von den Handyherstellern. Das ist nämlich der Abstand, der bei den Messungen verwendet wird, bevor ein Handy auf den Markt kommt, wird es ja getestet und bei den ganzen Modellen sind 1 bis 2 Zentimeter die Abstände, die man auf jeden Fall einhalten sollte. Wenn Sie ein Handy am Kopf benutzen, dann
berührt das in der Regel Ihren Kopf. Und dann kann ich Ihnen schon sagen, haben Sie eine 5- bis 10-fache Überschreitung des Grenzwertes. Wir reden über physikalische Phänomene. Jeder Zentimeter zählt. Wenn Sie es 10 Zentimeter entfernen, dann haben Sie es schon um den Faktor 100 reduziert. Und wenn Sie das Handy überhaupt einen halben Meter oder einen Meter neben sich liegen haben, dann sind Sie auf der sicheren Seite. Dann kriegen Sie von Ihrem Handy eigentlich sehr wenig mit. Und es gibt keine klare Antwort. Je weiter, umso besser. Allerdings nur so weit, dass Sie damit telefonieren können und sich nicht lächerlich machen, weil Sie halt den Gebrauch des Handys in Frage stellen. Jeder Zentimeter zählt, halber Meter ist ein guter Wert für die Praxis. Gut, und die erste Frage war, wie kann man die Zellmembranen trainieren? Ich habe hier eine Frage von der Melinda. Einflüsse auf die Zellmembranen untersucht? Nein, wir haben sie nicht untersucht. Ob man Zellmembranen trainieren kann, kann ich nicht hundertprozentig versprechen. Aufgrund meiner grundbiologischen Ausrichtung sage ich, ja, man kann. Indem man einen Reiz mit in harmloser Stärke anbietet und das halt regelmäßig anwendet, dann können Sie es trainieren. Im Fall von, ist so wie bei einem Sportler. Ein Sportler hat eine Trainingsphase und wärmt sich auf, um keinen Muskelriss zu bekommen, wenn er dann Tennis spielt oder einen 900-Meter-Rekord läuft. Und bei den Zellen ist es jetzt ähnlich. Ich verwende diese Analogie zum Training, weil ich sage, ja, man kann nicht nur die Muskelkraft vermehren, man kann auch die Reparaturkapazität einer Zelle vermehren. Und bei DNA-Interferenzen, bei DNA-Brüchen, bei fragmentierten DNA-Abschnitten wissen wir das einigermaßen sicher. Jawohl, man kann eine Zelle mit geringer Dosis so weit bringen, dass sie später eine UV-Belastung besser aushält. Nachdem ich das gesagt habe, muss ich mich gleich wieder zurücknehmen. Wenn Sie in Urlaub fahren, nehmen Sie sich bitte Sonnencreme mit. Die Vorstellung, dass Sie mit dem Handy gegen UV-Strahlen im Urlaubsort etwas ausrichten können, ist absurd. So geht es nicht. Wenn wir das diskutieren, tun wir das auf akademischem Niveau. Es ist noch lange nicht ausgemacht, was davon wirklich bei der Bevölkerung ankommt. Vielen Dank. Ich sehe eine ganze Reihe weiterer Fragen. Eine der Fragen war, wie schaut das mit den WLAN im Haushalt aus? Mit dem WLAN im Haushalt ist es auch so, wenn ich einen Zellversuch mache, wäre ich wahrscheinlich mit den Stärken des WLANs wenig Ergebnisse haben. Weil im Wesentlichen die Strahlungen schwächer sind. Aber es gibt andere Befunde, die sagen, wenn man WLAN im Haus hat, dann stört das die Melatoninsynthese, man schläft schlecht. Man schläft nicht so tief wie ohne. Und es gibt noch andere Effekte. Herzratenvariabilität gehört da hinein. Also man hat den Eindruck, dass WLAN zwar ein sehr schwacher, aber doch ein für den Organismus merkbarer Stressor ist. Das heißt, nicht Sie als Mensch sind gestresst, sondern Ihr Gewebe muss sich ständig mit diesem Stress beschäftigen. Die Sache ist noch nicht ausgegessen wissenschaftlich. In meinem Haus, wir schalten das WLAN ab, wenn wir ins Bett gehen. Und es ist eine morgendliche Routine, das WLAN nach dem Frühstück wieder aufzudrehen. Danke für den praktischen, meiner Ansicht nach sehr wichtiger praktischer Hinweis, weil WLAN ist ja immer da, wenn man es nicht ausschaltet.
Ja, dann das WLAN, das Sie von den Nachbarn hereinbekommen, ist deutlich schwächer als das, was Sie bei sich selber haben. Okay, dann war noch eine Frage, sehe ich gerade, 4G und 5G haben denselben Frequenzbereich und dieselbe Sendestärke. Also müsste das Gefährdungspotenzial gleich sein? Ja, ich verstehe natürlich die Frage ganz gut. Die Industrie stellt sich am Standpunkt, 5G ist überhaupt keine neue Mobilfunkstrahlung. Im Moment stimmt das auch. Das 5G, das momentan im Gespräch ist, verwendet ausschließlich Frequenzen im Bereich, den wir eigentlich schon kennen. Und dann versteht man unter 5G nur eine andere Kommunikation zwischen Sendegerät und Empfangsgerät. Man könnte eine Analogie dazu ziehen, es redet halt Englisch und nicht mehr Deutsch miteinander. Ja? Und dann haben wir Wissenschaftler das Nachsehen, wenn wir als Intensität nur die Lautstärke messen. Bei 5G ist aber langfristig vorgesehen, dass höhere Frequenzen noch dazukommen. Jetzt muss man kein Physiker sein, um zu wissen, je höher die Frequenz, umso geringer, je kürzer die Reichweite. Je kürzer die Reichweite, umso höhere Anzahl an Schaltstellen, an Knotenpunkten, an Sendern brauche ich, um es flächendeckend anzubieten. Momentan, das ist alles in Schwebe, aber die niederfrequenten Frequenzen für 5G wird man prioritär am Land einsetzen und die höheren Frequenzen in der Stadt. Je höher die Frequenz, umso schneller kann man damit auch funken, weil die Umschaltzeiten zwischen den Geräten kürzer sind und so weiter. Für heute kann man sagen, die sind im gleichen Frequenzbereich. Für uns bedeutet das, wir erwarten die gleichen Effekte. Für die Zukunft, wenn wir mit der Frequenz raufgehen, erwarten wir mehr Hauteffekte und nicht mehr so viel Hirntumore. Da wird sich die biologische Forschung, wenn es eine geben sollte, wahrscheinlich auf Hautphänomene konzentrieren und fokussieren. Vielleicht schalten wir jetzt einmal ins Publikum sozusagen. Herr Zeuer, haben Sie Meldungen? Meldet sich jemand sozusagen laufend? Ja, also ich habe bisher noch keine Signale vernommen, dass jemand sich zuschalten würde, gerne persönlich. Wenn Sie das machen wollen, Sie haben die Möglichkeit, wenn Sie auf Teilnehmer klicken, dann gibt es zum Beispiel die Funktion, den Daumen nach oben zu geben, beziehungsweise die Hand zu heben, sorry. Und wenn Sie das machen, kann ich Sie gern auch mit Video und Ton freigeben. Das Mikrofon können Sie auch selber freischalten. Sie können auch einfach in den Chat reinschreiben, dass Sie gerne eine persönliche Frage stellen wollen. Vielen Dank für die Information, glaube ich, ist wichtig am Anfang, bis das Ganze läuft. Die Frau Dr. Kreuzmeier hat sicherlich wieder einige Fragen auf Lager. Meldet sich nicht. Ich habe hier auch ein paar Fragen. Ich sehe ein paar Fragen. Darf ich es gleich direkt abgeben? Bitte. Da lautet eine Frage, wie stehe ich zu 5G und wie ist es bei 5G mit der sicheren Entfernung? Wie stehe ich zu 5G? Wie gerade erklärt, es gibt keine Forschung zu 5G. Wenn 5G mit den gleichen Frequenzen funktioniert wie die bisherigen, dann würde ich die gleichen Vorsichtsmaßnahmen empfehlen. Nicht, weil ich will, dass Sie jetzt hysterisch sich zurückziehen von der Welt und verzweifelt sind, also sich nicht schützen können. Sie können sich schützen, indem Sie es dort vermeiden, wo Sie es vermeiden können. Und es ist der Schaden, wenn Sie sich darüber aufregen und Stress erleben, möglicherweise größer,
als das, was sie wirklich ausfassen, an Zellschäden. Und wir forschen unter anderem dann auch, ob Oxidantien die Zellen robuster machen können. Es spricht vieles dafür. Ich wäre aber jetzt kein seriöser Forscher, wenn ich Ihnen sage, Sie müssen sich Vitamin E und Vitamin C spritzen und dann ist alles vorbei. Es spricht einiges dafür, dass eine gesunde Ernährung die Körperzellen so weit fit macht, um hier robuster sein zu können. Aber das ist Zukunftsmusik. Wie sicher ist bei 5G die Entfernung? Es gilt das gleiche Prinzip. Je Abstand ist ein Freund, je höher der Abstand, umso weniger Strahlung. Okay. Ich kann es Ihnen aber jetzt nicht mit einer fixen Nummer beziffern. Vielen Dank. Professor Kromp hat sich gemeldet. Frau Professor Helga Kromp-Kolb, bitte. Grüß dich, Wilhelm. Salve. Ja, du, wir haben uns seinerzeit auf unserem 1999er Kongress weniger, glaube ich, auf die DNA-Brüche abgestellt, sondern wir hatten damals sogenannte athermische Effekte im Auge, also die um Größenordnungen unter den thermischen Effekten liegen, die so auf die eher Steuerung und Regelung von innersekretorischen Vorgängen abgezielt haben. Ja. Ich denke so noch an die Leute vom Jesus College, die dann Chicken Dead, Chicken Alive Experimente gemacht haben. Das ist der Arbeit aus Amerika, das war der Ted Litowitz, der das gebracht hat. Und die Chicken Dead und Chicken Alive, das war ein Experiment, wo tatsächlich die vorbehandelt wurden, entweder mit radioaktiver Bestrahlung und mit Mobilfunk gleich. Auch das war eines der frühen Experimente, wo die simultane Bestrahlung den biologischen Effekt vergrößert hat. Ich habe es heute kurz gezeigt mit vorgestressten Zellen, aber das Untersuchungsprinzip ist genau das gleiche. Wenn man befruchtete Hühnereier nimmt, dann bestrahlt man die mit irgendeinem schädlichen Agens. Und wenn man dann in diesen vorgeschädigten, in dieser Population von Hühnereiern noch die Elektromagnetfelder dazu gibt, dann verhindert die Elektromagnetstrahlung die Reparatur, behindert die oder greift in den Metabolismus ein und dann versterben mehr von diesen Hühnereiern. Das sind athermische Effekte. Man muss vielleicht nur eines wissen. Damals war das ganz groß in Mode. Unter athermischen Effekt versteht man eine Niedrigdosis Elektromagnetfeldwirkung. Man muss wissen, die Grenzwerte sind darauf abgestellt, dass man keine thermischen Schäden macht. Jeder kennt eine Mikrowelle und weiß, dass man sein Essen in die Mikrowelle stellt und hinterher hat es dann 100 Grad. Im Prinzip sind das 2,4 Megahertz und beim Mobilfunk sind es ähnliche Frequenzen. Einmal will man, dass die Energie ins Essen eindringt und dort in Wärme umgewandelt wird. Beim Mobilfunk will man es nicht, da ist es eine unerwünschte Nebenwirkung. Und dann hat man eben gesagt, es gibt die Grenzwerte, die müssen verhindern, dass jemand beim Mobiltelefonieren sich einen Hitzeschaden zulegt. Man muss eins wissen, nach dem Krieg hat es ein paar unglückliche Radar-Experten gegeben, die sind raufgeklettert auf irgendein Gerüst, wo ein Militärradar halt gesendet hat. Und irgendjemand hat irrtümlich den Radar eingeschaltet. Und die Leute sind dann wie ein toter Vogel heruntergefallen und hatten innere Verbrennungen. Eine klare, allgemein anerkannte Mikrowellenwirkung. Die athermischen Effekte, also sind Effekte, die man lange Zeit nicht geglaubt hat. Darum war das im Jahr 1999 ein großes Thema. Inzwischen
glaube ich, ist das gegessen. Wir sind jetzt 20 Jahre weiter und kein Mensch mehr wagt es, die anzuzweifeln. Das wäre mein heutiger Wissensstand. Dazu passt die Frage. Ja, ja. Bist du fertig, Wolfgang? Ja. Danke, ja. Ich wollte nur sagen, dass ich, dass der Vortrag super war. Na, danke. Danke vielmals. Ich hatte ja auch einen guten Lehrmeister. Der gerade gefragt hat. Die Frage, die dazu passt, ist eigentlich die Schäden durch Handymasten. Bei Handymasten ist es jetzt so, Handymasten strahlen um den Faktor 100 bis 1000 weniger als ein Handy am Kopf. Dafür strahlen sie rund um die Uhr. Mhm. Und das führt zu einer extremen psychischen Belastung, weil mir ein Fremder in mein Wohnzimmer etwas hereinstrahlt, was ich eigentlich gar nicht will. Und dann ist es so, dass ich in meinem Leben schon ein paar Wunderheilungen vollbracht habe. Da war der Handymast nämlich am Flachdach eines siebenstöckigen Gebäudes und die Leute konnten im dritten Stock nicht schlafen, also genau in der Mitte. Und die Firmen haben dem Bürgermeister erzählt, ja, ja, die haben Angst vor der Handystrahlung und das ist alles psychisch. Und dann wurde ich eingeladen, eine Untersuchung zu machen. Und habe mir die Symptome angehört, sagte, ich habe schon viel gehört, aber das noch nicht. Und habe meinen Tipp auf Infraschall gelegt und habe mit einem Kollegen, Physiker, Messtechniker, Infraschallquellen gesucht in diesem Haus. Und die habe ich auch gefunden, nämlich der Ventilator der Handyanlage. Da ist eine Klimaanlage dabei gewesen, die wurde mit Dübeln auf den Liftschacht drauf gemauert. Der Ventilator ist unrund gelaufen und hat wirklich diesen Liftschacht in Schwingung gebracht. Und man hat im dritten Stock das Schwingmaximum messen können. Und dieses Problem wurde dann mit Schwingdämpfern oben am Dach beseitigt. Da hat wirklich eine mechanische Einkopplung dafür gesorgt, dass die Leute mit dem Handymasten ein Problem haben. Das hat jetzt mit elektromagnetischen Feldern gar nichts zu tun. Bei elektromagnetischen Feldern ist es so, dass die Lobby sagt, die sind so schwach, man kann gar nichts unternehmen. Und im Wesentlichen setzen sie damit durch. Ich habe ein Projekt gemacht mit Handymasten. Darf ich in meinem Computer nachschauen, ob ich es finde? Und dann kann ich Ihnen etwas projizieren, was zu diesem Thema vielleicht ganz gut dazu passt. Okay. Ich gut. Suche jetzt ganz geschwind. Ich rufe. Moment. Leitfaden Sinderbaum. Es kam jetzt schon mehrmals auch im Chat vielleicht währenddessen eine Frage zu Bluetooth, nämlich die sind jetzt sehr verbreitet, die Bluetooth-Kopfhörer. Mhm. Und wie Sie die Gefahr, die von dieser Strahlung ausgeht, einschätzen? Weil die hat man ja direkt am Ohr, mehr oder weniger im ganz geringen Abstand zum Hirn. Um die Frage nach Bluetooth zu beantworten, Bluetooth ist ein extrem schwacher Strahler und wenn man den direkt am Ohr hat, dann gehen wir heute davon aus, dass die Strahlung, die man in den Kopf kriegt, zwar da ist, aber in einem vertretbaren Maß. Vertretbares Maß heißt, dass wenn ich ein Zellexperiment mache, hier wahrscheinlich auf keinen grünen Zweig kommen, keine signifikanten Ergebnisse kriege. Gleichzeitig muss man auch sagen, Bluetooth ist ein
Mikrowellenstrahler. Und wenn ich es vermeiden kann, dann möchte ich es mir nicht freiwillig ins Ohr stecken. Wissenschaftlich begründen kann ich es aber nicht. Es wäre nicht seriös zu sagen, okay, Bluetooth ist schlecht. Darf man so nicht sagen. Wir wissen, es ist besser als das Handy am Ohr. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen Bluetooth und Freisprechanlage, wähle ich die Freisprechanlage. Danke. Wenn ich die Wahl habe zwischen Bluetooth und Kabel, dann wähle ich das Kabel. Vielen Dank für die klare Antwort. Herr Siegfried Stark fragt, dass er gelesen hat, 5G, die Organe der Menschen beschädigt, vor allem Lunge und Herz, und laut, es soll 1000 Tote in China gegeben haben. Das ist eine Frage der Verantwortung. Das halte ich für nicht glaubwürdig. Es ist so, dass bei Corona die Lunge das Zielorgan ist. Und es ist so, dass irgendwann herzschwache Personen bei einer Corona-Infektion früher ihre Kräfte verbraucht haben. Im Zusammenhang mit Mobilfunkstrahlung ist mir das eigentlich nicht bekannt. Dann gibt es eine Frage. Der Herr Martin Moder interessiert sich, ob es eine Hypothese für das Ausbleiben der Dose-Response-Verhaltens gibt. Ja, natürlich gibt es die. Wir wissen, dass Elektromagnetfelder die DNA beeinträchtigen, wahrscheinlich oxidieren. Da bin ich mir 90% sicher. Oxidierte DNA ist so, wie stört die Information und das Informationlesen, wenn die Zelle die Kodierung abliest. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Text und da ist ein riesiger Tintenklecks drauf. Und Sie wollen den Text vorlesen. Dann wollen Sie den Tintenklecks wegradieren. Zum Wegradieren braucht die Zelle die DNA-Reparatur. Und die radiert das weg. Und gleichzeitig muss man aber wissen, dass dieses Wegradieren durch die DNA-Reparatur einen DNA-Strangbruch erzeugen kann. Nicht muss, aber kann. Das sind Statistiker, die sagen, bei 1% oder bei 1 Promille dieser Reparaturvorgänge kommt es zu einem permanenten Schaden. So, zurück zur Kurve. Wenn ich eine niedrige Dosis habe, dann habe ich sehr viel Schaden gesehen in bestimmten Zellen. Das heißt, ich habe primär mal die Schadwirkung, aber noch nicht die aktivierte Reparatur, die das drückt. Wenn ich dann wieder den Einfluss, die Emission erhöhe, ist die Zelle so weit, dass die Reparatur schon gut funktioniert. Und damit ist das, was ich im Experiment sehe, nach unten gedrückt. Erst dann, wenn ich mit der Dosis wieder raufgehe und noch mehr DNA-Schäden verursache, kommt die körpereigene DNA-Bruch nicht mehr nach und dann steigt es wieder. Bis zu dem Level, wo die DNA-Brüche und die Reparaturkapazität sich gegenseitig ausgleichen. Und dann sehe ich quasi eine Art Plateau in der Dosiswirkungskurve. Das ist die Erklärung dazu. Danke, haben Sie sehr gut dargestellt. Vorher, ich glaube, das ist klar und ist auch logisch. Eine Frage taucht natürlich auf, ob es hier um eine Latenz geht, weil wenn Sie am Anfang sehr viele Beschädigungen haben, aber die Zelle merkt zunächst einmal nichts, macht sie das später? Die seriöse Antwort ist jein. Die ehrliche Antwort ist, ich kann es nicht sicher sagen. Ich gehe davon aus, dass es so ist. Wenn
ich möchte hier nicht aus jedem kleinen DNA-Bruch gleich eine Krebserkrankung machen. Das wäre ein Blödsinn, es so darzustellen. Auf der anderen Seite wissen wir oder sind wir uns ziemlich sicher, dass auch kleine Schäden über die Zeit akkumulieren. Das heißt, wenn es mir heute gelingt, einen permanenten DNA-Bruch zu erzeugen, habe ich den auch noch in 10 Jahren. Und wenn ich jedes Jahr einen kriege, dann habe ich halt in 10 Jahren 10 solche permanente DNA-Brüche. Und dann ist es eine Frage der Statistik, bis ein Gen betroffen ist, eines dieser Zähne, das mit dem Tumorschutz der Zelle in Verbindung gebracht wird oder mit der Wachstumskontrolle. Es gibt eine Vielzahl von Genen, die dafür verantwortlich sind, dass die Zelle weiß, wann sie aufhört zu wachsen. Das ist der Grund, warum wir Menschen nach 1,80 Meter nicht mehr in die Höhe schießen, aber kleine Kinder schon. Die wachsen eben noch, die sind metabolisch aktiv. Irgendwann hören sie auf. Ein Tumor, ich hoffe, die Kollegen verzeihen mir diese saloppe Ausdrucksweise, es ist einfach ein Zellhaufen, der die Wachstumskontrolle vergessen hat und immer größer und größer wird, bis er halt dem Körper so viel Ressourcen wegnimmt. Und dann sprechen wir von einer Tumorerkrankung. Das ist ein sehr vereinfachtes Bild, das man hier in dem Zusammenhang bringen kann. Aber es sind, ich sage es, hunderte von Genen, die dafür verantwortlich sind, dass die Zelle wächst, aber weiß, wann sie wieder aufhören muss. Wenn aber ich irgendein Gen ausschalte, das die Zelle braucht, dann kommt es schon vor, dass ein genetischer Schaden zum Tumor führt. Stellen Sie sich das vielleicht so vor. Der genetische Faden, ein DNA-Faden, ist wie ein Morse-Alphabet. Punkt, 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 Strich, Strich. Wir haben in der DNA nicht nur Punkt und Strich, wir haben 4 Buchstaben. Und bei diesen 4 Buchstaben, wenn wir die menschliche Sprache als Buchstaben nehmen und das Wort Brot nehmen und da schießt mir ein Radikal, Sauerstoff, das O heraus. Und die Reparatur baut mir ein O wieder ein, dann ist ein paar Stunden später die Sache gegessen. Wenn aber die Reparatur dazu führt, dass sie gerade nichts einbaut oder dass sie mir was anderes einbaut, nämlich ein X, dann habe ich kein Brot mehr, sondern ein Brückst. Ein Brückst kann ich auf den Tisch stellen, aber keiner wird es essen, weil keiner weiß, was das ist. Ich habe das Gen somit funktionell ausgeschalten. Oder ich schieße das R heraus aus dem Wort Brot und baue ein O ein. Und wenn ich bei der Reparatur, bei der Wortreparatur ein O einbaue, fälschlicherweise, habe ich einen völlig neuen Begriff, der zwar wieder im Kontext dann keinen Sinn ergibt, aber vielleicht sogar was anderes bedeutet. Genauso kann man sich den genetischen Code vorstellen, so funktionieren unsere Zellen in der DNA. Sie brauchen die korrekten Begriffe, um sich verständlich miteinander austauschen zu können. Und das sehr schnell und laufend eigentlich, nicht? Damit das System stabil ist. Ja, ist ganz wichtig. Auf jeden Fall. Haben wir noch weitere Fragen? Wir müssen dann langsam zusammenfassen versuchen, was noch an Fragen da ist. Darf ich etwas fragen? Bitte. Macht es einen Sinn, die Wohnungsfenster mit einem E-Smog-Schutzgewebe zu versehen, um die Wohnung vor 5G-Netzen zu schützen? Okay, das ist eine ziemlich schwierige Frage, muss ich dazu sagen. Es macht auf jeden Fall dann einen Sinn, wenn ich es schaffe, meiner Frau damit eine Beruhigung zu geben. Ob es wissenschaftlich einen Sinn ergibt, möchte ich dann entscheiden, wenn ich in meiner Wohnung gemessen habe, was da wirklich an Strahlung hereinkommt. Es kann Ihnen gut passieren, dass Sie in 100 Meter Entfernung einen Masten sehen,
und Sie wissen, das ist ein 5G-Mast, aber in Ihrer Wohnung haben Sie null Emission, weil die Sendekeule gar nicht auf Ihre Wohnung hinzielt. Die gleiche Situation, das gleiche Bild, das Sie sehen, wenn das in Ihre Richtung strahlt, dann hat es vielleicht einen Sinn. Ich würde es aber nicht machen, ohne vorher einen Messtechniker engagiert zu haben. Sie zahlen wesentlich mehr für den Schutz, als Sie sich vorstellen können. Und der Messtechniker sagt Ihnen wirklich, was Sache ist. Danke. Eine Zusatzfrage, aber die Strahlen gehen doch auch durch das Mauerwerk durch. Es macht doch keinen Sinn, nur die Fenster zu schützen. Das ist grundsätzlich richtig. Die Strahlen sind deswegen Funkstrahlen, weil sie eben Mauerwerk durchdringen. Je dicker das Mauerwerk, umso schlechter. Aber im Wesentlichen, die Mauer schirmt in der Regel wesentlich besser ab als eine 5 mm Glasscheibe. Beim Fenster geht wesentlich mehr durch als bei einer Mauer. Wenn Sie in einem Betonhaus wohnen und da ist noch eine Metallarmierung drinnen, dann haben Sie ein ganz anderes Problem. Dann machen Sie die Fenster dicht und Sie verlieren plötzlich die Händefunktion. Das kann Ihnen passieren, wenn Sie zu viel abdichten, dass Ihr Handy gar nicht mehr funktioniert. Ist jetzt eine sehr theoretische Auskunft. Ich tue mir im Moment schwer, eine allgemein gültige Auskunft zu geben. Man muss sich es wirklich im Einzelfall anschauen. Danke, aber dafür kriegt man dann die Schimmelfunktion herein, nicht? Das sind alles Dinge, die würde ich empfehlen zu berücksichtigen. Man muss sich es wirklich im Einzelfall überlegen. Ich empfehle Ihnen, keine Angst zu haben, sondern wenn die Diskussion wirklich hochschwappt in der Familie, in der Partnerschaft, dass man dann hergeht und Maßnahmen diskutiert. Aber wenn Sie sich schützen wollen, es gibt Vorhänge, es gibt Dinge, die elektromagnetische Strahlung abweisen. Aber ob Sie es brauchen oder nicht, entscheidet ein Messtechniker mit einer physikalischen Messung. Vielen Dank. Herr Matthias Zeuer, gibt es noch viele offene Fragen? Beziehungsweise es gibt noch einige offene Fragen. Ja. Der Herr Martin Moder wollte nochmal nachfragen, hat sich bedankt für Ihre Antwort, die es schon gegeben hat, aber hat gesagt, er hat bezüglich der Zelllinie U251 noch eine wünscht sich da noch eine Präzisierung. Herr Moder, Sie können sich auch gern vielleicht kurz selbst dazuschalten, wenn Sie möchten. Und wenn das Mikrofon funktioniert, geht das? Geht, ja. Super, vielen Dank. Das wollte ich fragen, weil ich das so aus dem Damage Response nicht kenne. Ich habe das so verstanden, dass dieser Effekt, dass die geringe Bestrahlung fährt die Reparaturmechanismen hoch und dann ist sie eher geschützt, dann eher auftritt, wenn ich zuerst schwach bestrahle und dann stark oder mit irgendeinem DNA Damage Response Agent. Aber auf dieser einen Folie, wo Sie gesagt haben, dass Sie diese Ergebnisse ein bisschen verstörend finden, weil es eben keinen Dose Response zeigt, die habe ich so verstanden, dass das separat bestrahlt wurde. Und da hat sich ja, also wenn ich das jetzt richtig aufgefasst hat. Und das habe ich interessant gefunden, weil es da ja bei der niedrigen Strahlung signifikant war, dann bei der höheren nicht und bei der ganz hohen dann wieder schon signifikant. Und jetzt wollte ich wissen, ist das derselbe Effekt, den Sie angesprochen haben, oder würde der nur auftreten, wenn hintereinander bestrahlt wird? Auch um das noch zu präzisieren, was mich deswegen dann verwundern würde, weil bei dieser anderen Glioblastom-Zelllinie das dann ja schon ein Dose-Response zeigt. Ja, aber okay. Mein Problem ist wirklich, es gibt sehr viele Parameter, sehr viele Variablen. Und das Erste, dass wir bei niedriger Dosis einen höheren Effekt gesehen haben als bei mittlerer Dosis. Und der Effekt steigt wieder, wenn wir mit der Dosis weiter raufgehen.
Das erklären wir so, dass wir bei der niedrigen Dosis zwar einen Effekt sehen, das ist aber noch unter der Wahrnehmungsschwelle von der DNA-Reparatur. Und damit kommen die Schäden in einen Bereich, wo wir sie gut sehen können. Wenn ich dann die Dosis erhöhe um ein bisschen, dann wecke ich damit die DNA-Reparatur und die fängt dann aktiv zu werden. Und dann bin ich mit meiner schädigenden Strahlung in einem Bereich, wo ich eigentlich keinen Schaden mehr erzeuge, weil es repariert wird, so wie ich den Schaden setze. Erst dann, wenn ich noch aggressiver bestrahle, also noch einmal raufgehe, erreiche ich den Punkt, wo die gesetzten Schäden mit der Reparaturaktivität den Überhang kriegen. Und dann steigt die Menge an gebrochener, fragmentierter DNA wieder an. Das hat etwas damit zu tun, dass die Zelle, so wie wir Menschen im Allgemeinen funktionieren, es gibt einen Schaden, um den kümmert man sich nicht, wenn man sagt, das passiert halt. Ist mir egal. Und wenn dann das Glas zum 10. Mal umfällt, dann fange ich an, den Fetzen zu holen und das zu reparieren. Und wenn dann jemand mit dem Kübel kommt und in meinem Wohnzimmer die Kübel hat, dann reichen meine Fetzen nicht mehr, um das zu reparieren. Das ist jetzt ein sehr banales Bild, das man haben kann. Die Reparatur ist immer ein bisschen in der Wahrnehmung der Zelle hinter dem gesetzten Schaden. Es gibt manches Mal die Fälle, wo ich einen Schaden setze und die Reparatur ist bereits aktiviert, dann sehe ich aber keinen Schaden. Das heißt nicht, dass kein Schaden da ist. Das heißt nur, dass ich in dieser Momentaufnahme, wo ich gerade reinschaue, keine signifikanten DNA-Schäden sehe. Weil das Wechselspiel zwischen Schaden setzen und Schaden reparieren nicht kleinmaschig zu 100% harmonisiert ist. Danke. Alles klar, danke. Matthias, haben wir noch viele Fragen oder Sigrid? Es gibt gerade eine Diskussion zwischen Herrn Fred Zamek und Florian Warnecke, die sich nicht ganz sicher sind über den Frequenzbereich und über den dementsprechenden möglichen Schaden von 5G. Vielleicht will einer der beiden Herren das mit dem Mikrofon den Professor fragen. Ja, vielleicht darf ich mich melden. Guten Abend. Guten Abend. Abend. Guten Abend. Meine Überlegungen, und da wüsste ich gern, ob ich da richtig liege oder nicht. Bei einer höheren Frequenz, also es gibt ja, ich sehe das jetzt ein bisschen als Laie auch, es gibt zwar wichtige Faktoren. Das eine ist die Frequenz, das andere ist die Sendestärke, nicht? Bei der gleichen Frequenz, Mikrowelle, mit 1000 Watt auf wenige Zentimeter habe ich einen Mikrowellenherd. Ja. In der gleichen Frequenz mit 0,1 Watt sendet zum Beispiel mein LTE-Handy. Wenn ich jetzt eine höhere Frequenz habe, dringt die ja weniger tief ein. Das heißt, die längeren Wellen durchdringen ja Gemäuer besser als kurzwellige. Das heißt, eine höhere Frequenz dringt also die Strahlung, wenn man so will, weniger tief in den Körper ein, beziehungsweise würde vielleicht auch gar nicht durchs Mauerwerk durchgehen. Das müsste doch eigentlich eine geringere Strahlenbelastung dann sein, wenn die Frequenz höher ist. Dadurch, dass aber die Reichweite auch geringer ist bei einer höheren Frequenz, das haben Sie auch gesagt, müssen mehr Sendemasten aufgestellt werden, die aber weniger stark senden müssen. Und auch das Handy muss nicht mehr wie früher eine Strecke von einem Kilometer überwinden, sondern nur noch wenige hundert Meter. Das müsste doch alles die Strahlenbelastung, wenn man so will, reduzieren. Oder habe ich einen Denkfehler? Nein, Sie haben keinen Denkfehler. Es ist alles völlig korrekt. Wir haben derzeit die Situation beim ORF, das sind ja auch Mikrowellensender, die mit sehr tiefen Frequenzen, und da können wir ganz Österreich bespielen mit ein paar Sendern am Anhänger und am Pisamberg in Wien. Ich glaube, in Österreich kommen wir mit 30 Sendern aus. Beim Mobilfunk sind die Frequenzen höher.
Darum brauchen wir 16.000 Mobilfunkmasten. Wenn wir mit der Frequenz jetzt noch einmal raufgehen, weil man sich das politisch so wünscht, dann brauchen wir nicht 16.000, sondern vielleicht 20.000 oder 30.000 Masten. Wenn Sie die neuen Masten, die Sie jetzt kriegen, mit hohen Frequenzen arbeiten lassen, dann ist die Reichweite sehr kurz und dann müssen Sie die Anzahl der Masten erhöhen, heißt aber auch, dass Sie die Zahl der Leute erhöhen, die neben einem Masten leben. Und ein Mast, der immer, Entschuldigung, ein Mast, der aber immer schwächer strahlt. Aber immer, ne? Haben früher die GSM-Sender haben ja auch rund um die Uhr gestrahlt, aber sie mussten Kilometer überwinden. Also muss die Sendestärke ja viel höher gewesen sein als für eine kurze Distanz. Die Masten, die GSM-Masten, die Kilometer überwinden mussten, die waren am Land gebaut. In der Stadt geht man mit den GSM-Strahlen so weit herunter, dass sie gerade mal 500 Meter, maximal einen Kilometer bedienen. Das lässt sich alles einstellen. Grundsätzlich haben Sie recht. Und grundsätzlich, wenn ich genau wissen will, wie hoch die Strahlung ist oder nicht, kann ich es allgemein nicht beurteilen, weil da spielen so viele messmodulierende Faktoren rein. Es macht einen Unterschied, ob Sie in einem Betonhaus sitzen oder nicht. Es macht einen Unterschied, ob Sie neben einem Gewässer sitzen oder nicht. Es macht einen Unterschied, ob Sie in einem Gebäude sitzen, das so getönt ist, damit weniger Sonne hineinkommt. Dann reflektiert das die Strahlung. Dann kriegen Sie außerhalb dieses Gebäudes doppelt so viel Strahlung mit wie drinnen. Man kann es so allgemein eben nicht wirklich sagen. Vom Prinzip her haben Sie recht. Je höher die Frequenz ist, umso geringer wird die Strahlung. Danke. Bei 5G kommt noch etwas dazu. Die 5G-Systeme sind so intelligent, dass eine Strahlungsrichtung sich sogar abschalten kann, wenn sie nicht gebraucht wird. Das ist die Zukunftsmusik. Wenn also am Punkt A ein Masten steht und Sie sitzen am Punkt C und wollen mit diesem Masten kommunizieren, um sich einen Film oder irgendwas herunterzuladen. Wenn Sie nichts herunterladen, schaltet der Masten die Verbindung in Ihre Richtung auf Standby. Das heißt, der Mensch, der genau dazwischen wohnt, am Punkt B, kriegt überhaupt nichts mit. Wenn aber Sie den Film herunterladen und gleichzeitig skypen oder halt sehr viel Traffic haben, wie es heißt auf Neudeutsch, dann ist die Person, die zwischen Ihnen sitzt, durchaus höher betroffen als Sie selber. Das sind alles Gedankenmodelle, das sind alles Dinge, die in der Diskussion stehen. Es gibt keine wirklich gute, allgemein anwendbare Auskunft, wie die Belastung jetzt überhaupt ist. Danke. Die Industrie argumentiert, dass wenn wir mit den Sendern raufgehen, senken wir ja die Bestrahlung für die ganze Bevölkerung. Gleichzeitig haben wir, ich möchte Ihnen ein Bild zeigen, was ich jetzt hier habe. Kann ich noch einmal meinen Schirm freischalten? Ja, Sie müssten diese Fähigkeit eigentlich noch besitzen. Sieht man jetzt ein Bild, ein gelbes Dreieck, ein oranges und ein blaues? Nein, noch nicht. Haben Sie schon unten in der unteren Leiste Bildschirm freigeben? So. Zunächst.
So. Yes, jetzt kommt's. Jetzt, okay, ja. Jetzt. Was Sie hier sehen, ist ein Schema. Das gelbe Dreieck soll ein Masten vom Betreiber Gelb sein. Das orange Dreieck ein Mobilfunkmasten vom Betreiber Orange und das hier vom Betreiber Blau. Das ist ein Nutzer, ein Handy, der seinen Vertrag mit Blau hat. Der steht hier irgendwo im Gelände und muss mit sehr viel Energie zum eigenen Masten funken, weil der Gelbe, der reagiert ja nicht drauf. Dieser Orange, da unten, dieser Orange muss diese lange Strecke nutzen und je länger der Pfeil hier ist, umso höher die Abstrahlung. Und wenn Sie das Handy an den Kopf halten, kriegen Sie davon die Hälfte in den eigenen Kopf oder auf die eigene Haut. Wir sind einmal mit diesem Vorschlag ins Ministerium gegangen und haben gesagt, das ist ja verrückt. Besser wäre es, diese drei Betreiber arbeiten zusammen und schalten sich gegenseitig die Netze frei. Wenn Sie nach Kroatien auf Urlaub fahren, dann finden Sie einen Mobilfunkbetreiber in Kroatien, der für Ihr Handy, das Sie beim Betreiber X und Y in Österreich haben, freischaltet und dann können Sie in die ganze Welt telefonieren über den kroatischen. Das nennt man Roaming. Und wir haben gesagt, wir brauchen Roaming innerhalb der Landesgrenzen. Es sollen alle Masten von allen Betreibern genutzt werden. Dann kann ich sukzessive diese ganze Diskussion verkürzen, weil die Blauen, die da stehen, funken dann mit diesem Masten, der nicht mehr gelb heißt, sondern offen für alle. Die Orangen funken mit dem Masten und so weiter. Und damit verkürze ich die reduziere ich signifikant die Strahlleistung von allen, die Endgeräte benötigen. Dieser Vorschlag war im Jahr 2013, 14 noch ein No-Go. Man hat mir durch die Blume im Ministerium ausgerichtet, dass es nicht meine Aufgabe ist, mir netzpolitische Dinge zu überlegen. Ich bedanke mich, ich glaube, es war die Firma Hutchinson und Firma Orange, die haben dann tatsächlich füreinander ihre Netze für die Kunden geöffnet und plötzlich hatten die ein besseres Netz, bessere Netzversorgung wie A1. Mir ist es aufgefallen, Ihnen vielleicht nicht, A1 hat lange Zeit geworben mit dem Slogan Bestes Netz von Österreich, aber allein dafür, dass zwei Betreiber das machen, sich das Netz gegenseitig zu öffnen, haben beide Betreiber eine bessere Netzversorgung erreicht und alle Kunden dieser beiden Betreiber haben ihre Exposition, während sie ein Endgerät benutzen, halbiert oder signifikant verringert. Das wäre unser Vorschlag gewesen für die Reduktion der Strahlensituation zwischen Betreibern und der Bevölkerung. Vielen Dank. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Information gewesen. Das ist ein bisschen ähnlich zum Verkehr. Nicht? Der lange Durchzugsverkehr stört auf langen Strecken. Genau. Und wenn, wenn das auf diese Art und Weise vermieden wird, heißt das intelligente Raumplanung, würde man sagen. Das wäre eine intelligente Raumplanung. Im Jahr 2015 ging das politisch überhaupt nicht, weil man ja den politischen Auftrag hat, für Konkurrenz zu sorgen. Und zwei Firmen haben für sich aber den Vorteil entdeckt. Sehr gut. Vielen Dank. Vorteil für alle. Haben wir noch irgendwelche Fragen offen? Ja, Entschuldigung, vielleicht dazu kurz. Es ist geschrieben worden, dass das Mobilfunk-Sender-Sharing bereits üblich ist in Österreich. Ist das jetzt ein noch aktuellerer Stand? Ja, ja. Also nicht nur die zwei Mobilfunkanbieter, sondern das ist eh schon. Was ich Ihnen jetzt erzähle, das datiert aus dem Jahr 2015. Inzwischen ist der politische Druck auf die Mobilfunkbetreiber so sehr gewachsen, dass sie durchaus die Standorte gegeneinander sich freischalten.
Vielen Dank. Und ich glaube, es ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Im Burgenland kenne ich den Koordinator für das Land Burgenland und der redet mit allen vier oder fünf Betreibern, die wir, und drei oder, keine Ahnung, mit allen Betreibern bei jedem Standort separat. Vielen Dank. Ich glaube, das war heute ein spannender Abend für alle. Ich glaube, wir gehen sozusagen, wir sind ja zu Hause meistens oder im Büro oder sonst irgendwo. Aber ich glaube, es war eine gewonnene Zeit, die wir hier gemeinsam verbracht haben und ein ganz toller Vortrag. Und ich glaube, es sind sehr viele praktische Fragen, würde ich sagen, sehr präzise beantwortet worden und sehr anschaulich dargestellt worden. Vielen herzlichen Dank, vor allem dem Professor Mooskölner für den großartigen Vortrag und die gute Beantwortung der Fragen in einer sehr verständlichen Art, wie es eben die Praktiker im Allgemeinen sehr gut machen. Wie gesagt, da oben wird bereits geklatscht, wie ich sehe. Ich kann dem nur zustimmen. Das heißt, physisch hätten wir oder analog hätten wir hier sicher einen entsprechenden Applaus. Aber ich würde auch gleichzeitig die Gelegenheit beim Schopf ergreifen, auch dem fantastischen Team, das uns heute betreut hat, herzlich zu danken und meiner Kollegin, Frau Dr. Großmeier, ebenfalls. Ich freue mich, dass wir so viele Zuschaltungen hatten. Wir hatten ungefähr 200 Personen, so viel gehen ja gar nicht in den Saal. Das heißt, die Leute sind sozusagen aufeinander gesessen. Eine Möglichkeit, wenn wir in Zukunft wieder große Nachfrage und tolle Referenten haben, bestünde auch in Zukunft, glaube ich, diese Art der Kommunikation, um sozusagen die Belastungen für den Durchzugsverkehr, die bei der physischen Bewegung entstehen, zu vermindern. Vielen herzlichen Dank. Ich sage auch danke. Und wenn jemand noch darauf wartet, dass ich endlich meine Folie finde, es geht um die Belastung bei Handymasten, brauche ich eine E-Mail. Ich finde sie jetzt gerade nicht, aber wenn der Vortrag jetzt aufgezeichnet wurde, ich biete Ihnen an, die entsprechende Broschüre, die ich jetzt gerade nicht finde, noch dazu zu geben. Also wenn es noch Fragen, alle, die die Folie noch sehen wollen und die Erklärung dazu, ja, können sich dann per E-Mail melden. Vielleicht gut. Noch eine Information von Seiten des Club of Vienna. Wir stellen alle Vorträge wie immer auf unsere Webseite. Das heißt, ich bedanke mich auch beim Vortragenden, dass er das zulässt. Und Sie werden von der nächsten Veranstaltung oder über die nächste Veranstaltung rechtzeitig informiert. Danke vielmals. Einen schönen Abend noch. Vielen Dank. Danke. Schönen Abend und vielen Dank. Auf Wiederhören. Wiederhören. Okay. Wiedersehen auch. Wiedersehen. Vielen Dank.